Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer Arbeit an den esoterischen Unterweisungen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, wie sie von Rudolf Steiner im Jahre 1924 gegeben worden sind. Es wird heute gearbeitet an den Stunden 14, 15 und 16 mit einer Einleitung aus den Stunden 7, 8 und 11. Es ist eine Zusammenfassung der Mantren und ein teilweise Zitieren der veröffentlichten Aufzeichnungen dieser Stunden und einigen frei gesprochenen Worten von mir. Wenn Sie dies für etwas Berechtigtes ansehen und sich dies ansehen und anhören wollen, dann würde ich Sie bitten, dies voll bewusst, andächtig und möglichst ohne Störungen von innen und außen zu tun. Wir können die esoterischen Unterweisungen der Freien Hochschule ansehen als etwas, wie Rudolf Steiner sagte, von der geistigen Welt eingesetztes. Es ist für Menschen, die in ihrem Herzen dieses Streben erleben können, nach einer Verbundenheit, einer Erkenntnis der geistigen Welt, einer Selbsterkenntnis als geistiges Wesen, also dem Ansehen der Anthroposophie, der Wissenschaft vom Menschsein und der Hochschule für Geisteswissenschaft als etwas für die gegenwärtige Menschheit Berechtigtes. Menschen, die mit begonnen haben und arbeiten an einem Studium, an einem Wissen dieser Wissenschaft vom Geist, der Anthroposophie und der Menschen, die bewusst diese freie Entscheidung treffen, Geistesschüler werden zu wollen, zu streben nach seelischer Veredelung, seelischer Höherentwicklung, geistiger Höherentwicklung, um ein ich-bewusster Mensch zu werden, der ich-bewusst nicht nur danach strebt, wahrhaftig das sinnlich-physische zu erkennen, sondern auch wahrhaftige, wahrheitsgetreue Erkenntnis der geistigen Welt zu erlangen und auf diesem Wege zu suchen, eine Verbundenheit mit der Individualität des Rudolf Steiner und dadurch auch zu gelangen zur Möglichkeit einer Verbundenheit mit dem Erzengel Michael, von dem diese Schule inspiriert worden ist. Diese Schule richtet sich also an alle Menschen, die in ihrem Herzen diesen dodekaedischen Liebesstein versenken wollen, in ihrem Herzen auch schon tragen und dies alles als eine für die Menschheit gegenwärtig wichtige Aufgabe ansehen können, sich so dann verbinden können im Geiste mit diesen Erkenntnissen der Schule, die uns dann bringt, zu erleben dessen, was uns das Wesen Anthroposophia näher bringen will, was wir auch aufnehmen können. Es ist nicht eine Frage von irgendwelchen traditionellen Vereinigungen. Die wichtige Entscheidung für jeden Menschen ist es, in dieser Verbundenheit mit der Individualität Rudolf Steiners und dem Erzengel Michael wirklich diesen Weg gehen zu wollen. Und so wollen wir wieder beginnen mit der ersten Tafel aus der achten Stunde, die uns hinweist darauf, dass ja die ganze Welt, die ganze seelisch-geistige, wesenhafte Welt den Menschen ansieht und danach strebt, ihn aufzurufen, dass er sich, der Mensch, als geistiges Wesen beginnt zu erkennen. O Mensch, erkenne dich selbst. So tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig. Du fühlst es geistgewaltig. Wer spricht so weltenmächtig? Wer spricht so herzinniglich? Wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung? In deines Sinnes Seins erleben, tönt es durch der Zeiten Wellenweben, in deines Lebens Werdestrom. Bist du es selbst, der sich im Raumes fühlen,
im Zeiterleben das Wort erschafft. Dich fremd erfühlend in Raumes Seelenleere, weil du des Denkens Kraft verlierst im Zeitvernichtungsstrome. Und so sind wir gegangen in den ersten Stunden dieser esoterischen Unterweisungen der ersten Klasse zu den Mahnungen des Hüters der Schwelle, der uns zeigt, dass in uns noch die Widersacher wirken können durch das, was man nennt, die Tiere, dass wir also unsere Seelenkräfte des Denken, Fühlens und Wollens, die uns noch nicht so zu eigen sind, dass wir sie selbstbestimmt nutzen können, dass die uns in den Abgrund reißen wollen, dass wir an uns arbeiten, an der Veredelung, an der Stärkung der Seelenglieder des Denken, Fühlens und Wollens. Und dann in der siebten Stunde erleben wir den Hüter der Schwelle, der dann uns natürlich ganz gegenwärtig als Wesenheiten betrachtet und uns dann für würdig oder nicht würdig hält, über die Schwelle zu schreiten, den Abgrund zu übersetzen, sozusagen uns die Flügel wachsen, den Abgrund vor der sinnlich-physischen Welt und ihrem Bewusstseinsart zu überfliegen, hinüberzugehen in die seelisch-geistige Welt und dort in einem neuen, in einem erweiterten Bewusstseinszustand diese geistige Welt erleben zu können. Der Hüter der Schwelle ist es, der uns ansieht, ob wir reif sind, dies zu tun oder nicht. Und wenn er uns für reif ansieht, dann erleben wir das, was in der siebten Stunde dargestellt ist, dass wir erleben können, unsere wahre Wesenheit, dass wir den Abgrund übersetzen können, jenseits der Schwelle unser eigentliches, wahres Wesen erleben können. Und dann erklingt wiederum, ich zitiere, von dem Hüter der Schwelle ein bedeutsames Wort. Das sind eigentlich drei Menschen in dir, der denkende Mensch, der fühlende Mensch und der wollende Mensch, die in jedem Menschen stecken. Und die gehen hinaus aus dem Menschen und stülpen sich sozusagen aus dieser Konzentriertheit des sinnlich-physischen Erlebens um in ein Ausgebreitetsein in die ganze Welt. Das Mantra dazu erläutert uns, dass diese drei Menschen, die in uns sind, in uns leben durch die physisch-sinnliche Gestaltung und dass sie hinausgehen dann in die Welt. O schau die drei, sie sind die Eins, wenn du die Menschenprägung im Erdendasein trägst. Erlebe des Kopfes Weltgestalt. Empfinde des Herzens Weltenschlag, erdenke der Glieder Weltenkraft. Sie sind die drei, die als das Eins im Erdendasein leben. Wir erleben die drei im Verhältnis zur ganzen Welt, wir erleben, wie sie im physischen Welt weilen, diese drei Menschen, und wie sie im Verhältnis zum ganzen Weltenall stehen. So ist das menschliche Haupt ein Abbild des himmlischen Weltenalls. Das kosmisch-rhythmische, himmlische, das wir erleben im Weltenschlag, erleben wir im Herzenslungenrhythmus, sodass unser Herzenslungenrhythmus mit dem Weltenrhythmus zusammenklingen. Und wir erleben, dass unsere Glieder, dass die Weltenkraft ist diejenige, die in der Schwerkraft und anderen irdischen Kräften von unten her konzentriert sind, dass damit unser Wollen zusammenhängt. Erlebe des Kopfes Weltgestalt. Empfinde des Herzens Weltenschlag. Erdenke der Glieder Weltenkraft. Das erlebt der Mensch, wenn er über die Schwelle geht, dass seine drei Menschen, das Denken, Fühlen und Wollen, sich verbinden mit den jeweiligen Bereichen der Welt. Das Mantra, das folgt, bringt uns dazu, das zu Bewusstsein zu bringen. Des Kopfes Geist, du kannst ihn wollen, und wollen wird dir der Sinne vielgestaltig Himmels weben.
du webest in der Weisheit des Herzens Seele, du kannst sie fühlen, und fühlen wird dir des Denkens Keim erweckend Weltenleben. Du lebest in dem Scheine der Gliederkraft, du kannst sie denken, und denken wird dir des Wollens Ziel erfassend Menschenstreben. Du strebest in der Tugend. Wir erleben uns also in dieser Verbundenheit als Geistesschüler mit der ganzen Welt. Und dann, wenn der Hüter der Schwelle uns besieht und erkennen kann, dass wir reif sind, dass wir nicht zu schwach sind, die Erlebnisse der geistigen Welt auszuhalten, spricht er zu uns: Tritt ein, das Tor ist geöffnet, du wirst ein wahrer Mensch werden. Das sind die Empfindungen, die durch die Seele ziehen müssen, wenn wirkliche Erkenntnis errungen werden soll. Das sind die Mahnungen, die der Hüter der Schwelle ertönen lässt, in dem Augenblicke, wo er uns zugleich sagt, dass wir eine andere Seelenstimmung, eine andere Bewusstseinsart uns erringen müssen, um zu erkennen, was die geistige Welt ist, um zur wahren Selbsterkenntnis zu kommen, weil wir nur unser niederes Ich bisher kannten und wir nun unser höheres Ich erleben können. Stellt euch vor, meine Schwestern und Brüder, ihr sagt euch das erste Mal: Ich will ernst nehmen diese Worte des Hüters der Schwelle. Ich will bekennen, dass ich noch nicht ein Mensch war. Ich will bekennen, dass ich es werde durch die Einsicht in die geistige Welt. Das ist es, wohin wir kommen mit der siebten Stunde und was uns immer wieder und wieder durch Meditation an diesen Ort bringt, wo uns die Tür zum Erleben der geistigen Welt geöffnet werden kann. In der achten Stunde können wir dann hören, wie unser Denken, Fühlen und Wollen in Verbindung mit der ganzen Welt steht, wie die Geheimnisse unser Denken, Fühlens und Wollens in Verbindung stehen mit dem Weltenganzen und wie unser Denken und Fühlen und Wollen wirklich leben kann, dass das Denken, das wir in unserem Haupte erleben, in der inkarnierten Zeit auf Erden, dass das ist ein Schatten dessen, was wir als lebendiges Denken hatten im vorgeburtlichen Dasein. Und so erleben wir, dass uns gesagt wird vom Hüter der Schwelle: Sieh auf dein Haupt und sieh in deinem Haupt deine schattenhaften Gedanken. Aber dahinter, hinter diesem schattenhaften Gedanken, liegt wie zunächst in Finsternis ein Bereich, in dem noch diese lebendigen Gedanken sind, die eigentlich dein Haupt gebildet haben, um dein Denken im sinnlich-physischen darzustellen. Du beginnst das lebendige Denken in der geistigen Welt zu erleben. Und das Denken ist dann wie ein Wollen, weil es durch Eigenwollen bewegt wird. Das sind nicht mehr Gedanken, die angeregt wird aus der sinnlich-physischen Welt oder Gedanken von geistigen Wesen. Das sind Eigengedanken, die durch Eigenwollen zustande kommen. Und so heißt es dann: Sieh hinter des Denkens Sinneslicht, wie in der finsteren Geisteszelle Wollen sich hebt aus Leibestiefen. Lasse fließen durch deiner Seele Stärke totes Denken in das Weltenlichts, und das Wollen, es erstehet als Weltgedanken schaffen. In diesen sieben Zeilen ist eigentlich das Geheimnis des menschlichen Denkens in seinem Zusammenhang mit dem Weltenall enthalten. Es weist uns darauf hin, dass wir durch Meditation uns in die Fähigkeit bringen, das Bewusstsein leer zu machen von irrelevanten Gedanken, die aus der sinnlich-physischen Welt stammen, die eigentlich nur totes, schattenhaftes in sich tragen, um dann in diesem leeren Bewusstsein die Kraft zu entfalten, das Wollen zu entfalten, die lebendigen Gedanken lebendig zu machen und sie als lebendige Gedanken auch wahrnehmen, erleben zu können. Und zum Fühlen weist uns
der Hüter dann hin, so nehmen wir in dem Fühlen, dessen Repräsentant der Herz, das Herz ist, dass dieses Fühlen durchströmt ist von etwas vom ganzen Kosmos, im Menschen ein- und ausgeht, dass eben dieser Weltenrhythmus, von dem wir in der siebten Stunde gehört haben, dass dieser in unserem rhythmischen System, in unserem Herzen als Weltenleben ein- und ausgeht, dass wir das Weltenleben nun wahrnehmen können in der göttlich-geistigen Welt. Und so heißt es: Sieh in des Fühlens Seelen weben, wie in dem Träume dämmern, Leben aus Welten fernen strömt. Lass in Schlaf durch die Herzensruhe Menschen fühlen still verwehen und das Weltenleben geistert als Menschen Wesensmacht. In diesen sieben Zeilen ist das ganze Geheimnis des menschlichen Fühlens, wie es sich selbst verselbstständigen kann, aus der Einheit in die Dreiheit enthalten. Wenn wir also herausgehen aus der Konzentriertheit des sinnlich-physischen Leibes, des physischen und ätherischen Leibes, dann erleben wir uns hineinversetzt mit unserem Fühlen in die Weltenrhythmen. Und es strömt das Denken als Licht durch Arme und Beine, wenn wir an das Wollen denken, durch Beine und Zehen, und es verwandelt sich das Wollen, das sonst in den Gliedern als ein schlafendes Wollen lebt, es verwandelt sich das Wollen, und das Denken erscheint als Willenszauberwesen, das den Menschen aus früheren, zu Geist gewordenen Erdenleben in das gegenwärtige Erdenleben hereinversetzt. Wir erleben dann, wie unser Wollen Schicksalswollen ist, ein Wollen, das entstanden ist aus den Erlebnissen, den Taten der vorhergehenden Inkarnationen. Das geistiges Denken fließt in unserem Wollen und so dieses Willenszauberwesen als Mensch wirkt auf Erden, dass das für uns noch im Unterbewussten, im Unbewussten, noch tief schlafend durchgeführt wird, unsere Bewegungen auf Erden, dass wir aber im Geist erleben, in dieser Erkenntnisfähigkeit der geistigen Welt, beginnen zu erleben, was das Wollen wirklich ist. Sieh über des Wollens Leibes wirken, wie in schlafende Wirkensfelder Denken sich senkt aus Hauptes Kräften. Lass durch die Seelenschau zu Licht Menschen wollen sich verwandeln und das Denken, es erscheinet als Willens Zauberwesen. Darinnen ist das Geheimnis des menschlichen Wollens, wie es als solches Wollen aus dem Weltenall heraus schaffend, magisch schaffend im Menschen wirkt, enthalten. Und so kommen wir zur 11. Stunde. Und wie der sinnlich-physische Leib, der Ätherleib und der physische Leib des Menschen der Tempel sind, in denen wir zur Ich-Bewusstheit kommen können, als individuelle freie Wesenheit, so errichten wir, wenn wir diesen Weg gehen, der uns hier durch die Michael-Schule dargestellt ist, so kommen wir in die Fähigkeit, auch in der geistigen Welt einen Tempel zu errichten, aber für unser höheres Ich, einen Tempel zu errichten, wo dann sprechen können die Götter, wo wir erleben können, der Götter sein, der Götter Sprache und auch die Götter als Wesenheiten. Und so führt uns diese 11. Stunde dazu, dass wir unser Haupt erleben, das in unserem Haupte sich ausspricht, der Sternenhimmel. Und dass der Sternenhimmel ja das ist, was ist alles dasjenige, was uns in einzelnen ruhenden Sternen im Weltenraume entgegenstrahlt? Das ist die Wohnung der Götter. Das sind die Stätten, wo die Götter wohnen. Und so wird dargestellt, dass der Mensch ausgesprochen wird von den Wesen, den höheren Engelwesen, dass wir Ich sind durch das Wirken dieser Engelwesen. Und wir sehen das hier an diesem Bild wahrhaftig. Es ist so, dasjenige, was sich draußen als Glanzelement der Sterne entfaltet, als blauer Bogen mit gelben Sternen, es wirkt in das Menschenhaupt
hinein. Das ist der kleine gelbe Bogen mit den roten Sternen. Der Mensch spricht aus dem Zentrum seines Wesens, sein Ich in diesen zusammengerollten Weltenraum, der das Innere seines Hauptes ist, hinein. Ein Pfeil, wir sprechen zu uns Ich. Und er soll sich bewusst werden, der Mensch, wenn er sein Ich in dasjenige seines Menschenwesens hineinspricht, das ein Abbild ist der Götterwohnungen, in dem die Götter ihre Gedanken hineinsenden in unser Haupt, dann wirken in ihm die Götter, die Götterwohnungen bewohnen selbst. Dann meditieren wir richtig, wenn wir uns bewusst werden, wenn wir Ich durch die Kraft unseres Hauptes sagen, sprechen in uns die Götter des Weltenraumes und der Weltenzeit. Und so meditieren wir richtig, wenn wir erleben, dass die Geister, die göttlichen Wesenheiten der Himmelsreiche sich in uns aussprechen, dass wir das erleben als unser eigenes Selbst. Und dass wir dann auch erleben in der rhythmischen Organisation des Menschen, wir denken an Lunge und Herz, an diese wunderbare Pulsieren, an diesen Rhythmus des Atems, der durch seine eigene Wesenheit verrät, wie ein Ausdruck ist der tiefsten Weltgesetzmäßigkeit, spüren in uns die Bewegung. Und diese Bewegung ist ein Abbild von dem Gang der Wandelsterne. Und die Sonne sehen wir als ein Repräsentant dieser Wandelsterne. Und dann sehen wir, dass aus den weltenweiten Posaunenklänge erklingen, die uns hinweisen auf das Wirken der Götter aus den Himmelsreichen in unserem Haupte. Und in einer Melodie, in einer wunderbaren Melodie, wie die Wandelsterne in unserem Rhythmussystem, in unserem Leben wirken. Und wir hören als ein dumpfes Rollen, aber nicht unangenehm, sondern einfach aus Dumpfheit, aus dem Untergrund kommen, aus dem Weltengrund, wie die Kräfte uns in unseren Gliedern hinein, in das Wollen hineingehen. Es ist ein Liebesglänzen. Also wir sehen unsere Gliedmaßen an, dass sie am wenigsten diesen Zusammenhang zeigen mit den Himmelsreichen und den Wandelsternen. Wir sehen also unbeteiligt an unserem Geist des Menschen sind die Gliedmaßen, weil sie eben gestaltet sind nach den Kräften des Weltengrundes. Also es ist aber, was uns hier erscheint, ein Glänzen, nicht von Licht, sondern ein Glänzen von Liebe, was aus diesen Untergründen in unserem Wollen hineindringt. Denn in denjenigen Orten, wo dasjenige, was sonst im Umfange ist, sich im Mittelpunkte sammelt, liegen auch die Ursprünge der Liebesmächte. Und so kann sich der Mensch, wenn er diesen Weg gegangen ist, wie wir ihn zuvor gegangen sind, durch die siebte und achte Stunde erleben, wie er losgelöst ist von diesem theoretischen, intellektuellen Anschauen des Menschen auf physischer Erde, hingeht zu einem wirklichen, wahren Erleben des Menschen, verbunden mit der göttlich-geistigen Welt, was einen umwebt und umschwebt und umschwirrt und umströmt und umstrahlt und was aus dem Umschwirren und Umschweben und Umströmen und Umstrahlen wiederum zurücktritt, ist das Leben des Herzens. Und im Herzen strömend, webend, strebend, strahlend vibriert, so dass wir uns fühlen hineinverwoben in dieses Weben und Leben der Welt. Wir beginnen uns also im Geistigen zu erleben, verbunden mit der ganzen geistigen Welt. Und wir erleben, dass man ebenso sagen könnte, es spricht die Welt, wie wir sagen, wir sprechen in uns, also wir hören die Welt in uns zu sprechen. Und so erleben wir, dass wir in der göttlich-geistigen Welt einen Tempel uns errichten, einen Tempel, den wir nur durch Schulung, hier heißt es aber, man kommt doch nur mit der Überwindung von 60 Meilen zu ihm. Also wir erleben ihn nur, wir kommen nur in diese Fähigkeit, wenn wir den Schulungsweg entsprechend gegangen sind. Und so hören wir, was uns dann bringen kann, diese Errichtung eines neuen dritten Tempels, der für jeden Menschen individuell, jeder Mensch individuell errichten kann und muss für sich in der geistigen Welt beginnen zu erleben. Wir hören immer einen aus der Weltenweiten zu uns sprechen, dann den Hüter sprechen und dann eine Antwort aus den Engelwes von einem Engelwesen, das zu uns gehört, einem Angelo.
Welten, Sternen, Städten, Götter, Heimat, Orte, spricht in Haupteshöhe, Menschen, Geistes, Strahlung, das ich bin. So lebet ihr im Erdenleibe als Menschenwesenheit. Was spüre ich weben? Was spüre ich über mir sich wölben? Es ist etwas, es ist nichts. Wände spüre ich, ich sehe sie nicht. Die Meditation geht weiter. Welten, Sonnen, Kreise, Geister, Wirkens, Wege, tönt in Herzens Mitte, Menschen, Seelen weben, dass ich lebe. So schreitet ihr im Erdenwandel als Menschen Schöpferkraft. Was ich gespürt habe, das Weben der Tempelgewölbe, das sich oben wölbt, Tempeldach um mich, Tempelwände. Es beginnt sichtbar zu werden für den Seelensinn, schwebt und macht, und das unsichtbar wird, die gewöhnliche Welt, die Welt der sichtbaren Bäume, der Wolken, alles dasjenige, was sichtbar ist, ein neues Sichtbares steht da, der Tempel, den ich erst nur gespürt habe. Welten, Grundes, Mächte, Schöpfer, Liebes, Glänzen, schafft in Leibesglieder, Menschen, Wirkens, Strömung, das ich will. So strebet ihr im Erdenwerke als Menschen Sinnestaten. Der Tempel hat sich vollendet, er hat seinen Boden gewonnen, und in ihm sind da diejenigen, mit denen wir als geistige Wesen in Verbindung treten wollen. Der Tempel ist da, er ist sichtbar für den Seelensinn, er ist gefunden. Unsere Meditation verläuft nicht so, dass wir eine Vision haben. Sie führt uns in die geistige Welt hinein. Die geistige Welt ersteht. Ich schildere, meine lieben Schwestern und Brüder, wie die Meditation verlaufen kann. Webendes Tempelgewölbe. Spüre nach der ersten Strophe mit dem Seelensinn schauenden Tempel um uns. Der Tempel ist fertig und die Wesen, mit denen wir als Menschenlehre, als Götterlehre in Verbindung treten sollen, sind da. Wir sind im Tempel drinnen, bewirkt durch erste, zweite, dritte Strophe einer wirklichen mantrischen Meditation. Es ist der Weg zum Tempel, es ist ein wirklicher Geistesweg. Dann, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir den Tempel finden, dann verstehen wir recht, wie gemeint ist, was Inhalt dieser esoterischen Schule sein soll. Und das ist ein Weg, der uns aus der geistigen Welt gegeben worden ist. Wir haben dann bei dem letzten Male die 12. und 13. Stunde gehört, als das Verbundensein unseres Denkens, Fühlen und Wollens mit dem Denkensfeld, Fühlensfeld und Wollensfeld, wie wir da verbunden sind, wie wir da eins sind mit den höheren Hierarchien der Engelwesen, dass in unserem Denken die dritte Hierarchie, in unserem Fühlen die zweite Hierarchie und in unserem ersten und unserem Wollen die erste Hierarchie erleben, deren Wirken in unserem Wesenssein. In der 14. Stunde hören wir nun, wie wir, wenn wir erleben können in einem anderen, in einem neuen Bewusstsein, in einem Bewusstsein, das entspricht dem Erleben der geistigen Welt, wie wir erleben können, dass wir auf Erden im sinnlich-physischen verbunden sind mit den drei Reichen der Natur, wie wir in dem drinnen stehen, in dem festen, flüssigen, luftförmigen, auch wie wir mit der Wärme verbunden sind. Und in der geistigen Welt das aber nicht mehr da ist. Man kann den Abgrund übersetzen, wenn man sich vom Physischen befreit, wenn einem also symbolisch gesprochen Flügel wachsen, dass man als geistig-seelisches Wesen über dem Abgrund hinüberkommt und mit vollem Bewusstsein überwindet die Tiere, die uns davon abhalten wollen, die uns in den Abgrund hineinbringen wollen.
Und bis dann der Mensch eintritt in die geistige Welt, ist er genötigt, im Anblicke der geistigen Welt Situationsmeditation zu entfalten, sich hineinzufinden, wie der Kosmos zu ihm spricht, wie die Hierarchien zu ihm sprechen. Das ist also die Stufe, mit die wir hier erreichen können, im ersten Schritt, dass wir durch Situationsmeditation hören, was uns der Kosmos mitteilt. Aber wir erleben eben, dass uns mitgeteilt wird, dass wir in einer Seelenverfassung auf der physisch-sinnlichen Erde leben, die uns nicht die Fähigkeit gibt, wirklich die geistige Welt erleben zu können. Und wenn wir die Seelenverfassung durch willentliche Arbeit an uns so verwandeln, dass wir Geisterlebnisse haben können, dann müssen wir Obacht geben, dass wenn das Erleben dessen, was die geistige Welt uns sagen will und zeigen will, dass wir diese Seelenverfassung wieder zurückverwandeln müssen in die irdische Seelenverfassung, wenn wir wieder zurückgehen auf Erden. Wir vergrößern uns also, wenn wir in die geistige Welt gehen, wir stülpen uns um in die ganze Welt und wir verlieren gleichzeitig das, was Erde, Wasser, Feuer und Luft als Elemente getan haben, sie uns Stütze waren, als Erde sie im Wässrigen gebildet haben, unseren ganzen physischen Leib, wie der Luft als bildende Atemkraft uns umsorgt hat, uns zu Bewusstsein gebracht hat und die Wärme unser Ich entflammt hat. Dann erleben wir uns in der geistigen Welt und anstatt dieser Elemente müssen wir uns selbst halten. Aber dann wirken die Wesen, die in uns sind, als die drei Wesen, der Luzifer, der uns in Illusion, in Selbstüberschätzung verführen will, dass wir dem Luzifer verfallen in der geistigen Welt zur Wonne und Seligkeit. Und der Ahriman wirkt auch in uns und er will uns dazu bringen, dass wir glauben, wir könnten alles durch eigene Kraft und Macht uns erhalten, alles sozusagen entführen. Was er durch seinen Atem hat, das schaffende Götterkraft, der Mensch, will der Mensch dann, wenn er von Ahriman verleitet ist, hinübertragen in die geistige Welt. Dann verfällt er der ahrimanischen Verführung. Und das führt dann zu einer Ohnmacht und Bewusstlosigkeit, wenn er zurückkommt in die physische Welt. Das ist etwas, was die Menschheit heute vielfach erlebt, dass Menschen, die sich dessen, dass die Menschheit heute an dieser Schwelle zur geistigen Welt steht, an sich arbeiten muss. Und wenn die Menschen in Bewusstlosigkeit durch die ahrimanische Verführung hineinfallen, dann kommen die fürchterlichsten ahrimanischen Ziele zur Wirksamkeit in der Welt. Wie Rudolf Steiner hingewiesen hat, dass der Erste Weltkrieg eigentlich ausgelöst ja wurde, nur von wenigen Entscheidungsträgern und dass die in dieser Zeit faktisch in einer Bewusstlosigkeit unbewusst das alles veranstaltet haben. Das haben wir heute in vielen Bereichen der selbsternannten Eliten der westlichen Welt zum Beispiel, dass sie völlig ohne Verstand handelnd von einem Fehler zu dem anderen kommen, weil sie eben zu dieser Bewusstheit von dem, was wirklich in der Welt ist, nicht mehr kommen können. Wir können aber durch Schulung uns so erkraften, dass wir das dritte Wesen erleben, dass wir in uns ist und das ist der Christus. Der Christus, der uns genau dazu führt, in berechtigter Weise unseren Fähigkeiten, unseren Kräften entsprechend, uns in der geistigen Welt halten, genau so lange, wie wir das tun können. Dass wir nicht abgleiten in die Illusion luziferischer Verführung und nicht abgleiten in die ahrimanische Verführung und Bewusstlosigkeit. Und so fragt uns der Hüter der Schwelle in der geistigen Welt, wo eben die Elemente nicht mehr wirken auf uns, nicht mehr tragend sind, wo uns unsere Eigenkraft tragen muss. Wo ist der Erde Festigkeit, die dich stützte? Und wir leben im Inneren unser Herz angeregt in dreifacher Weise. Angeregt von dem Christus antworten wir, ich verlasse ihren Grund. Der Erde Festigkeit nämlich, solang der Geist mich trägt. Es ist das eine volle Bewusstheit und eine Anschauung von sich selbst in Wahrheit, ohne Überhöhung, ohne Illusion,
dass man sich nur so lange in der geistigen Welt halten will, wie eben die Fähigkeiten sind. Werden wir aber von Luzifer angeregt im Herzen, dann antworten wir auf diese Frage des Hüters: Ich fühle wonnig, dass ich fortan der Stütze nicht bedarf. Also der Hochmut spricht dann uns, auch aus uns. Und wenn wir von Ahriman, von dieser Selbstüberheblichkeit des Ahriman aus antworten, wenn unser Herz angeregt ist von Ahriman, dann antworten wir: Ich will durch Geisteskraft fester noch sie hemmen, also die Stütze selber hemmen. Und die Meditation, die ganze Schilderung hier ist, dass wir das meditieren, dass diese drei Wesen wirklich in uns sind, dass wir auch luziferische und ahrimanische Anwandlungen meditieren, um uns das zu Bewusstsein zu bringen, was uns ablenken will, und wir uns dann bewusst und willentlich mit dem Christus verbinden können. Und dann hören wir die zweite Mahnung des Hüters zur Bildekraft. Also das, was es ätherisch ist, dass Bildekräfte in uns alle Organe und Bewegungen formt und hervorbringt. Der Hüter: Wo ist des Wassers Bildekraft, die dich durchdrang? Und aus dem Herzen, das mit vom Christus angeregt ist, antworten wir: Mein Leben verlöscht sie, solang der Geist mich formt. Denn nun beginnt der Geist zu formen, wenn man drüben außerhalb des Leibes ist, anstatt des Wasserelementes. Und der Christus sagt eben: Mein Leben verlöscht sie, die Bildekraft, solange der Geist mich formt. Immer so lang, sagt der Christus, weil er immer anschauen kann und will das, was wirklich ist. Und die Seele, angeregt vom Luzifer in Überheblichkeit und Illusion: Mein Leben zerschmilzt sie, dass ich erlöst von ihr werde. Also sie will sie ganz wegbringen. Und wenn die Seele angeregt ist von Ahriman in überheblicher Selbstüberschätzung: Mein Leben befestigt sie, dass ich sie ins Geistgebiet versetze. Ihr müsst ja auch bedenken, meine lieben Freunde, dass das durchaus eine Realität entspricht, dass diese esoterische Schule eingesetzt ist, nicht von Menschenwillen, sondern von der geistigen Welt. Und mahnend weiter der Hüter der Schwelle: Wo ist der Lüftereizgewalt, die dich erweckte? Wie Jahwe den Menschen durch das Einblasen des lebendigen Odems aus einem bloß lebenden Wesen durch den Reiz des Atems zu einem Empfindenden geformt hat, so wird der Mensch durch seine Sinne, durch die Reize, die die Außenwelt auf die Sinne ausübt, zu einem empfindenden Wesen. Und wir müssen bedenken, im Zeitalter des Lichtseelenprozesses, dass eben diese Sinne, sie sind differenzierte Atmungsorgane. Wir nehmen dadurch auf etwas, das uns zum Leben und Empfinden bringt. Und der Hüter fragt: Wo ist der Lüftereizgewalt, die dich erweckte? Der von Christus in seinem Herzen angeregte antwortet: Meine Seele atmet Himmelsluft, nicht Erdenluft, sondern Himmelsluft, solang der Geist um mich besteht. Das von Luzifer angeregte Herz antwortet: Meine Seele achtet ihrer nicht in Geistesseligkeit. Das von Ahriman angeregte Herz antwortet: Meine Seele saugt sie auf, dass ich göttlich schaffen lerne. Wir sehen also, wenn wir da diesen Weg gehen, diesen Schulungsweg hinein in die geistige Welt, dass wir uns mehr und mehr von dem sinnlich-physischen, von dem selbstbewusst Erlebten als Individualität loslösen, hinein in eine Verbundenheit mit der geistigen Welt. So ist der Aufstieg in diesen Mantren: Ich, spricht zunächst der Mensch, dann mein Leben, spricht der Mensch, und dann meine Seele, spricht der Mensch. Wir werden also in der Selbstbetrachtung immer objektiver.
Und nun spricht der Hüter gegenüber dem Feuerelement mahnend: Wo ist des Feuers Reinigung oder Läuterung, die dir das Ich erflammte? In dem, was uns als Wärme, als Feuer durchdringt, lebt unser Ich. Festes Element bleibt im Unbewussten. Flüssiges Element drinnen fühlen wir bei gewisser Sättigung oder Hunger, dass etwas fehlt oder nicht da ist. Im luftförmigen Element erlebt der Mensch sich schon seelisch. Und in der Wärme ist etwas, in dem sich der Mensch ganz drinnen fühlt. Der Christus in uns, der unser Herz anregt, da sprechen wir: Christus, mein Ich lodert im Gottesfeuer, solang der Geist mich zündet. Der Mensch braucht nicht die irdisch-materielle Wärme, wenn der Geist sein Ich erflammt oder zündet. Da lodert das Ich im Gottesfeuer, nicht in Erdenwärme, nicht in Erdenfeuer. Und Luzifer würde antworten: Mein Ich hat Flammenmacht durch Geistessonnenkraft. Im ungeheuren Stolz will an sich reißen, dass ich durch Luzifer verführt, dasjenige, was geistig von der Sonne als das Feuerelement kommt. Und vom Ahriman angeregt hören wir: Mein Ich hat Eigenfeuer, das rein durch Selbstentfaltung flammt. So sehen wir, nicht will das Ich im Geiste lodern, sondern das eigene Feuer entfalten, wenn es von Ahriman verführt ist. Wir sehen also, wenn wir die Mantren ansehen, der Mensch spricht zuerst noch: Ich, ich verlasse, ich fühle, ich will. Er wird objektiver. Mein Leben verlöscht, mein Leben zerschmilzt, mein Leben befestigt. Er geht mehr in das Innere hinein, das Innere wird ihm objektiv. Meine Seele atmet, meine Seele achtet nicht, meine Seele saugt sie auf. Jetzt steigt er noch weiter in sich hinein und merke den Unterschied, meine lieben Schwestern und Brüder. Früher ist einfach ich gesagt, jetzt wird das Ich objektiv. Mein Ich, wie wenn es ein anderes wäre. Wie wenn man von dem anderen als einem Besitz sprechen würde. Man ist eben mehr heraußen. Man ist aus dem physischen Leib heraußen. Mein Ich. Wie von einem Gegenstande. Das ist die richtige Redewendung hier. Mein Ich. In der 15. Stunde hören wir, wenn wir als Wesen hinausgehen in die geistige Welt, wie eben verschwinden diese drei Reiche der Natur. Aber wir nun verbunden sind mit den Wesenheiten der höheren Hierarchien der Engelwesen, wie wir drinnen stehen, wie wir erkennen, dass wir als Wesen leben, wie wir sonst in der physischen Welt im Reiche der Natur leben, nun als Wesen leben in den Reichen der Engelhierarchien. Wir hören durch die Zauberkraft des Hüters, durch die mantrischen Worte wiederum und immer, immer wiederum sollten wir das meditieren, dass wir in der Seele erleben, dass wir Teil sind der geistigen Welt, dass wir mit dem, was in uns Erde ist, Wasser, Luft, drinnen stehen, in den Reichen der Engelhierarchien. Es ertönt aus dem Finsteren heraus, wie wenn aus dem Untergründen käme, zur gleichen Zeit ernst zu unserer Seele sprechend, bezüglich des Erdelementes der Hüter. Was wird aus der Erde Festigkeit, die dich stützte? Angeloi, empfinde, wie wir in deinem Denken empfinden. Ach, Angeloi, erlebe, wie wir in deinem Fühlen erleben. Achai, schaue, wie wir in deinem Wollen schauen. Wir bekommen aus dem Kosmos heraus eine bedeutsame dreifache Lehre auf die Frage des Hüters der Schwelle hin. Seine Worte rufen mit Zaubergewalt die Antworten der Angeloi, Ach Angeloi, Achai hervor, wie sie leben in unserem Denken, in unserem Fühlen und unserem Wollen. So erleben wir in unserem Fühlen die Ach Angeloi, so schauen wir in unserem Wollen die Achai, in unseren Gedanken,
in Wirklichkeit die Angeloi. Menschen denken, Menschen fühlen, Menschen wollen, ist nicht bloß ein Vorgang im Menschen. Es ist eingebettet in das Weltendenken, Fühlen und Wollen. Und das ist dasjenige, was ersetzt in der geistigen Welt das Element der Erde. Sie tragen uns dann in der geistigen Welt diese Wesenheiten der dritten Hierarchie. Und dann kommen wir zum zweiten, zum Wasser, das zur Bildekraft. Der Hüter spricht mahnend, fragend, jetzt aber antworten in Bezug auf die Kraft der Flüssigkeit, das, was uns gebildet, organt hat, also organisiert hat, auf die Elemente der Flüssigkeit, die Wesenheiten der zweiten Hierarchie, der Exousiae, Dynamis, Kyriotetis. Der Hüter, was wird aus des Wassers Bildekraft, die dich durchdrang? Die Exousiae aus der zweiten Hierarchie antworten. Erkenne Geisteswelten schaffen, im Menschenkörper schaffen. Die Dynamis antworten, erfühle Geisteswelten leben, im Menschenkörper leben. Und die Kyriotetis antworten, wolle Geisteswelt geschehen, im Menschenkörper sein. Wir sollen fühlen lernen in unserem körperlichen Dasein, dass wir innerhalb der Grenzen unserer Haut in uns tragen, lebt ein Teil des Weltenseins. Die zweite Hierarchie ist in uns, wirkt in uns und wirkt in uns so, als ob wir kosmische Wesen wären. Wesen, die als Glieder dem Kosmos angehören, dass wir im Weltengeschehen drinnen stehen. Das alles ist in und an uns. Alles nicht nur ein Geschehen in uns, dass das alles ein Glied des Weltgeschehens ist, dass wir Teil des Weltenganzen und des Weltenwerdens und Weltengeschehens sind. Und nun gegenüber dem Element der Luft erhebt seine mahnende Frage der Hüter der Schwelle. Es antworten die Wesen der ersten Hierarchie, Throne, Cherubine, Seraphine. Die ermahnen uns, dass wir uns bewusst werden sollen, wie der Kosmos in uns wirkt. Vom bloßen Bewusstwerden zum Selbstbewusstwerden führen die Wesen der ersten Hierarchie hinüber. Der Hüter, was wird aus der Lüfte Reizgewalt, die dich erweckte? Aus der ersten Hierarchie antwortet und ertönt die kosmische Antwort, Drohne. Ergreife wissend innen sein, in deinem Gotteswelten sein. Cherubine, erwarme am Innenleben, in deinem Gotteswelten leben. Seraphim, erweck in dir Innenlicht, in deinem Gottes Weltenlicht. Jetzt werden wir ermahnt, dass wir auf höherer Stufe das Selbstbewusstsein wieder erwecken. Ja, meine lieben Schwestern und Brüder, ohne dass wir die Wirkung dieses letzten Mantras fühlen, wie es von den feurigen, blitzgewaltigen Seraphinen ertönt, erweck in dir Innenlicht. In deinem Gottes Weltenlicht, ehe dieses Flammenwort aus flammenden seraphischen Blitzen ertönt, ehedem verspüren wir nicht, wie aus unserer eigenen Seele erweckt werden muss, eine Kraft, damit wir, wo wir jetzt stehen, drüben im Finsteren, jenseits des Abgrundes, noch erst tastend um uns die Welt allmählich an uns herankommen fühlen, damit wir nach und nach von uns ausgehend erst ein Glimmern haben, dann ein heller werden, ein Fortschreiten des Glimmerns. So muss es werden, so müssen wir versuchen zu gewinnen, die Zündekraft, also die eigene Kraft, die eigene Fähigkeit des eigenen Selbst, die im Feuer sich zündende Kraft, im Weltenfeuer, der eigenen Menschenwesenheit, denn die ist Licht in zunächst nachtbedecktem geistigen Lande. Und wir lernen uns als Mensch in unserer wahren menschlichen Wesenheit erfühlen, in Geistumgebung,
wie wir uns als Sinnesmensch erfühlen in Sinnesumgebung. Und so hören wir nun in der 16. Stunde, nachdem wir zuvor gehört haben, wie sich unser Erleben der Elemente Erde, Wasser, Luft verwandelt in das Erleben, dass wir als Wesen Teil sind des Weltenganzen, verbunden sind mit dem Wirken der dritten, der zweiten, der ersten Hierarchie. So haben wir nun in der 16. Stunde das Erleben des Wärmeelementes. Die Wärme durchdringt alles. Im erdigen Element ist die Erde, im wässrigen Element, im luftförmigen Element, überall ist die Wärme. Die Wärme lebt all überall. Wir müssen sie kennenlernen als das allwaltende Element. Wir müssen in sie untertauchen als in das allwaltende Element, das uns durchzieht, das alles durchwebt und lebt. Wollen wir uns ihm nähern, dann kann nicht bloß eine Hierarchie sprechen. Dann müssen zusammenklingen die Mahnworte der verschiedenen Hierarchien. Und so hören wir auf die mahnende Frage des Hüters der Schwelle zum Wärmeelement aus jeweils einer Hierarchiestufe der drei Hierarchien eine Wesensart zu uns sprechen. Der Hüter spricht: Was wird aus des Feuers Reinigung, die dir das Ich entflammte, Angeloi aus der dritten Hierarchie, Exousiai aus der zweiten Hierarchie, Throne aus der ersten Hierarchie. Erwecke dir im Weltenätherweiten die Lebensflammen Schrift. Ach, Angeloi, Dynamis, Cherubine, erschaffe dir in Zeiten, Wellen, Kreisen die Seelensühne Kräfte. Achai, Kyrotetis, Seraphine, erbitte dir in ewigen Wesen Taten die Geisterlöser Mächte. Es antworten also im Chore jeweils von einer Stufe der Hierarchien eine Wesensart. Und wir hören, dass aus unserem Ich heraus erklingt, was diese Hierarchien sagen, auf die mahnenden Worte, auf die Zauberworte des Hüters der Schwelle. Es ermahnen uns alle drei Hierarchien daran zu denken, wie alles dasjenige, was während des Erdenlebens an uns herantritt, eingetragen ist in den Weltenäther. Es ist deine Lebensflammenschrift. Also Angeloi, Exousiai, Throne, erwecke dir in Weltenätherweiten die Lebensflammenschrift. So ermahnen uns, ach Angeloi, Dynamis, Cherubine, an dasjenige, was dieses zweite Stadium ist, das wir durchmachen zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Ach, Angeloi, Dynamis, Cherubine, erschaffe dir in Zeiten, Wellen, Kreisen die Seelensühne Kräfte. An dasjenige aber, was dann im dritten Stadium unser Karma, unser Schicksalswollen ausarbeitet, daran mahnen uns Achai, die Urkräfte, Kyriotetes und Seraphine. Erbitte dir in ewigen Wesen Taten die Geisterlöser Mächte. Dasjenige, was vorher vor uns stand wie eine schwarze, nachtbedeckte Finsternis, es ist noch nicht für das Seelenauge von Licht durchhellt, aber wir haben das Gefühl, weil wir ja drinnen stehen in dieser schwarzen, nachtbedeckten Finsternis, dass überall, wo wir hinfühlen, wir glimmendes Licht zunächst fühlen. Und wir befinden uns in der Lage, uns selber drinnen zu wissen, in diesem glimmenden Lichte, was wir nur fühlen. In dieser gefühlten Helligkeit des Hüters der Schwelle, sich offenbarend, wie wenn wir jetzt intimer würden mit uns, wie wenn er jetzt, der Hüter der Schwelle, mehr sich neigen würde zu uns, wie wenn wir ihm auch jetzt näher treten würden. Und was er nunmehr spricht, es wirkt so, wie im Leben etwas wirkt, das ein Mensch einem vertraulich leise ins Ohr sagt.
Und es setzt sich fort, dasjenige, was zuerst als mahnendes, ernstes Wort deutlich erklungen hat von dem Hüter der Schwelle, was posaunenartig, mächtig, majestätisch von allen Seiten aus dem Kosmos an unser Herz herangetreten ist, das setzt sich fort in einem intimen Gespräch, im webenden, wirkenden Lichte mit dem Hüter der Schwelle. Denn jetzt ist es, als ob er nicht mehr spräche zu uns, als ob er zu uns raunte. Der Hüter hat verstanden, dein Geist, ich, der Weltengeist in mir, er hielt den Atem an und seine Gegenwart mög erleuchten, mein Ich. Und unser Inneres wird warm ob dieser vertraulichen Sprache des Hüters der Schwelle, wenn er sagt, hat verstanden dein Geist. Unser Inneres wird warm, es erlebt sich in der Wärme, aber wir antworten nicht stolz und hofartig auf die Frage, sondern wir fühlen göttliches Sein durchströmt das innerste Wesen des Menschen. Göttlicher Atem im Menschen ist es, der still anhält und vorbereitet zum Verstehen. In völliger demütiger Innerlichkeit erleben wir die Heiligkeit der göttlich-geistigen Welt. Und wiederum nicht als stolze Antwort hören wir dann auf die nächste Frage des Hüters, der uns fragt, ob wir erlebt haben in unserer Seele bewusst, was sie sprechen, die Weltenseelen, die Seelen der Wesen der höheren Hierarchien, dass wir hören, dass ein ganzer Rat, eine Ratsversammlung, eine beratende Versammlung der höheren Hierarchien aus den Wandelsternen des Planetensystems zu uns sprechen, wie sie unserer Seele mitteilen. Der Hüter hat begriffen, deine Seele, ich, die Weltenseelen in mir, sie lebten im Sternenrat und ihre Harmonien mögen klingend schaffen mein Ich. Und aus den Harmonien hofft die Seele, dass das Ich klingend erschaffen werde, sodass das im eigenen Menschenwesen, wesende Ich, ein Widerklang ist jener Weltenharmonie. Die Seele fühlt, dass in diesem Leibe leben die Weltenkräfte. Die Seele empfindet die Weltenkräfte als diejenigen Kräfte, welche die ewigen Weltgerechtigkeiten konstituieren, durch die Reihe der Erdenleben hindurch. Wie richtende Kräfte, Schicksalswollen bildende Kräfte, empfindet die Seele das richtende Kräfte, die in ihren Wahrspruchworten das Karma weben und damit das eigentliche Menschen-Ich, das eigentliche Ich. Der Hüter hat erlebt dein Leib, ich, die Weltenkräfte in mir. Sie richten Menschentaten und ihre Wahrspruchworte mögen lenken mir das Ich. So wird die Seele, nachdem sie mit dem Hüter der Schwelle und den Hierarchien zusammen erlebt hat, die Umwandlung, die Metamorphose der Weltenelemente, so wird die Seele auf diese drei Fragen des Hüters hin innerlich andächtig antworten. Verwebt mit der eigenen Wesenheit dasjenige, was sich in sie ergossen hat, als Selbst- und Welterkenntnis. Und so weist uns der Hüter der Schwelle, wenn wir wieder zurückgehen in die sinnlich-physische Welt, auf die Aufforderung hin, die die ganze Welt an uns Menschenwesen richtet, zum Streben nach Selbsterkenntnis. Wir sollen fühlen, dass die Meditation da war, dass wir einmal in ihr waren. Wir sollen ein anderer Mensch geworden sein dadurch, dass wir fühlen. Die Meditation macht uns zu etwas anderem. Dadurch, dass wir einmal mit ihr begonnen haben, können wir gar nicht mehr im Leben, nicht, sie im Leben nicht mehr vergessen.
Und dann werden wir wirklich fortschreiten in dem, was uns durch das Weltenwort, mit dem wir begonnen haben, gesagt wird. O Mensch, erkenne dich selbst. So tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig, du fühlst es geistgewaltig. Wer spricht so weltenmächtig? Wer spricht so herzinniglich? Wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung in deines Sinnes Seinserleben? Tönt es durch der Zeiten Wellenweben in deines Lebens Werdestrom? Bist du es selbst, der sich im Raumes fühlen, im Zeiterleben das Wort erschafft, dich Fremder fühlend in Raumes Seelenleere, weil du des Denkens Kraft verlierst im Zeitvernichtungsstrome? Aber wir müssen auch zu uns immer wieder vor die Seele führen, dass Erkennen eine ernste Sache ist, dass die Welt der großen Illusion, die Welt der Maya uns das Erkennen nicht liefert, dass wir erst an die Schwelle kommen müssen, wo der Hüter steht, und dass an der Schwelle erst alle die Druckgestalten verschwinden, mit denen die gewöhnliche Sinneswirklichkeit und das gewöhnliche Denken erfüllt wird. Erkenne erst den ernsten Hüter, der vor des Geisterlandes Pforte steht, den Einlass deiner Sinnenkraft und deines Verstandes Macht verwehrend, weil du im Sinnesweben und im Gedankenbilden aus Raumes Wesenlosigkeit, aus Zeitendruckgewalten des eigenen Wesens Wahrheit dir kraftvoll erst erobern musst. Wenn wir solches gehört haben, kann in uns andächtig das Gegenwort aus den Tiefen unserer Seele heraus sprechen. Ich trat in diese Sinneswelt des Denkens Erbe mit mir führen. Eines Gottes Kraft hat mich hereingeführt. Der Tod, er steht an des Weges Ende. Ich will des Christus Wesen fühlen. Es weckt im Stoffes Sterben Geist Geburt. Im Geiste find ich so die Welt und erkenne mich im Welten werden. Das sind die Worte der Michaelsschule, wenn sie gesprochen werden, wellt und webt Michaels Geist durch den Raum, in dem sie gesprochen werden. Und sein Zeichen ist dasjenige Zeichen, das in seiner Gegenwart seine Gegenwart bekräftigen darf. Dann führt uns Michael in die rechte Rosenkreuzerschule, die offenbaren soll des Menschen Eigenwesens Geheimnisse in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, durch den Vatergott, den Sohnesgott, den Geistesgott. Und dann das Siegel drückend auf die Worte Rosae et Crucis darf gesprochen werden. Ex Deo nascimur, in Christo morimur, per Spiritum Sanctum Revivissimus, begleitet von dem Zeichen des Siegel Michaels, die da sind bei dem ersten Worte Ex Deo nascimur, bei dem zweiten Worte in Christo morimur, bei dem dritten Worte per Spiritum Sanctum Revivissimus, wobei wir fühlen, die Worte aussprechend, sie bekräftigend durch Siegel und Zeichen des Michaels, bei dem Worte Ex Deo nascimur, in diesem Zeichen, ich bewundere den Vater, bei dem Worte in Christo morimur, in diesem Zeichen, ich liebe den Sohn, bei dem Worte per Spiritum Sanctum Revivissimus, in diesem Zeichen, ich verbinde mich dem Geiste. Die Zeichen heißen das,
Michaels Gegenwart, sie wird bekräftigt durch sein Zeichen und Siegen. Ex Deo nascimur, in Christo morimur, per Spiritum Sanctum Revivissimus. Vielen herzlichen Dank.